So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, was wir eigentlich machen müssen. Weil mir wurde es dann doch auf Dauer ein bisschen zu blöd. Und an sich ist es ziemlich simpel. Wir haben ja diese große Stadt gesehen. Und eigentlich, wir haben ein Luftschiff. Wir können in dieser Stadt nirgendwo landen. Darum habe ich mir gedacht, komm, lohnt es sich nicht rüber zu fliegen. Aber genau das muss man machen, hieß es. Moment, ich muss mal kurz gucken, wo sind wir auf der Karte? Magie. Inus. Sicht. Ah, okay. So, weil wir können ja mit dem Luftschiff problemlos über die Mauer fliegen. Komischerweise nicht über Gebirge, aber über die Mauer. Und hier ist die Mauer. Die größte Mauer. Genau. Jetzt passiert mir was, dieses? Also weiter habe ich auch nicht gelesen. Ich habe nur geguckt, was müssen wir überhaupt machen. Und wir werden wohl abgeschossen. Na toll. Panisch herumrennen, das können sie alle. Tolle Kernkompetenz unserer Truppe. Seid ihr in Ordnung? Was war das nur? Eine Kanonenkugel muss unseren Motor getroffen haben. Aber warum beschießen sie uns nur? Die Enterprise ist jedenfalls futsch. Was sollen wir nur tun? Der Wind. Er bringt den Geruch und Klang von Krieg mit sich. Wir sollten auf der Hut sein. Ernsthaft, der Spruch kam ja schon fast an Legolas ran. Hallo? Können wir hier lang? Hier scheint es rauszugehen, aber jetzt hier durchgehen? Ja, ich weiß nicht, wo wir zuerst hingehen sollen. Ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen zurück. Dann sind wir hier. Na, dann gehe ich trotzdem erstmal. Komm. Schloss Saronia. Niemand darf passieren. Verlasst augenblicklich das Schloss oder ihr werdet es büßen. Der sagt das Gleiche und der auch. Nicht. Das ist dann natürlich ein bisschen. Wenn Krieg so ablaufen würde, dass man sich waffenlos, aber gepanzert anstarrt, das hätte was. Kann man hier speichern? Weil das ist ja eindeutig der Punkt, an dem wir weiterkommen. Ah, und man kann dann in die entsprechenden. Ja, nordwestliches Saronia, okay. Dann ist es also ein eigenes, abgeschlossenes Gebiet. Der Tunnel unter Schloss Saronia soll bis zum Meer führen, habe ich gehört. Ein Gasthaus, das können wir brauchen. Hast du irgendwas Nettes zu verkaufen? Hammer! Wicht oder Wicht aufheben, das ist nett. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Die Potion haben wir noch 8 Stück, also pff. Kein Problem. Einmal pennen, bitte. Ja, kaum hat die Folge angefangen, legen wir uns erstmal hin. Faule Bande. Ja, schlafen wir in Stein, das Übliche. Aber wir haben LP und MP wieder, das können wir wunderbar brauchen. Gucken wir uns hier mal weiter um. Vielleicht gibt es hier irgendwo in Saronia auch einen Zauberladen und einen Waffenladen und sowas. Das wäre alles äußerst praktisch. Ich kann gerade gar nicht zoomen. Ach doch, jetzt geht's. Ich wollte nur schauen, ob irgendwo was drin ist, aber nein, sieht nicht danach aus. Du da, Alderchen, sag mal was. Dieses Gebäude hier ist die große Bibliothek von Saronia. Allerdings ist sie im Moment geschlossen. Das Gebäude? Schauen wir uns erstmal weiter hier um, bevor wir diesen eindeutigen Weg hochgehen. Oh, hier ist ein Magieladen, aber erstmal hier. Alte Legenden erzählen von einem Dragoon, der den großen Vogelkönig ganz allein besiegt haben soll. Dragoon ist so ein Lanzenkämpfer. Haben wir auch als Klasse, glaube ich, schon freigeschaltet, aber erstmal hier in den Magieladen. Wie? Die Tür ist fest verschlossen. Danke. Okay, dann gehen wir mal diesen Laternenpfad hoch. Ihr werdet ein Exemplar jedes Buches, das jemals geschrieben wurde, in der großen Bibliothek von Saronia finden.
Was ist mit meinem Tagebuch? Ja, also ich habe nie Tagebuch geschrieben und mir fiel das so spontan ein. Wie kommen die an eine Kopie? Also wie kämen die an eine Kopie, wenn ich eins hätte? Apropos Tagebuch, kennt einer von euch eigentlich diese Geschichten? Immer Bärts irgendwas Katastrophen hieß das. Das ist eine ganze Reihe von Büchern. Und das ist immer so ein Tagebuchstil von so einem heranwachsenden... Ja, am Anfang ist es noch ein ziemliches Kind, später ist es halt wirklich schon starke Pubertät. Es ist zum Teil sehr lustig geschrieben, vor allem weil einfach nur Scheiße passiert. Geht weg, die Bibliothek ist geschlossen. Na gut, dann können wir hier also nichts machen. Frage ich mich nur, ob das jetzt wieder so ist, es gibt die Guten und die Bösen, oder gibt es da auch eventuell Parteien, die nicht so ganz eindeutig feststellbar sind? Südwestliche Saronia. Gucken wir uns mal um. Also das hier... Wer bist denn du? Der König hat Saronias Armee geteilt und angeordnet, dass sie sich gegenseitig bekämpfen sollen. Was? Der König hört auf keinen Rat. Der Letzte, der widersprach, fühlte sofort die kalte Klinge in seinem Herzen. Na, toll. Ach, hier kommen wir ins Wasser. Wer ist denn die Dame? Ich bin Chocobo-Forscher und habe herausgefunden, wie man den fetten Chocobo ruft. So geht es. Choco-Choco-Choc. Der fette Chocobo erscheint. Ach, wir können hier lagern. Das ist ja cool. Der fette Chocobo ist also ein Lager. Seid ihr nicht beeindruckt? Naja, wie kriegt man den nur hier wieder raus? Egal, ist nicht unser Bier. Okay, man merkt echt, man sollte wirklich überall reingucken. Dieser Jüngling, der gerade in die Schenke ging, sah dem Thronerben zum Verwechseln ähnlich. Okay. Saronia setzt sich aus dem Schloss und 4 Außenbezirken zusammen. Habt ihr sie schon besucht? Sind wir gerade bei. Hört euch das an. Dieses Milchgesicht, ihr denkt doch tatsächlich, er wäre der Prinz. Ich hoffe, es ist dir klar, welche Strafe dich erwartet, weil du dich als Mitglied der Königsfamilie ausgibst. Entschuldigt, meine Herren. Hey, hört auf. Was? Du willst, dass wir aufhören? Dann überzeug uns doch. Toll, jetzt gegen 3 Schläger oder was? Was zum Goldritter? Gut, ganz wie ihr wollt. Kriegt ihr erstmal ordentlich auf Rübe hier. Habe ich Luneth eigentlich nicht wieder zum Schwarzmagier umgebaut? Bisher müssen wir nicht aufschließen. Oh. Schwarzes Loch, einer ist weg. Das ist böse. Nettes Anlass. So. Also von denen kriegt man eh immer nur Goldnadeln. Nee, er ist noch nicht hin. Aber jetzt ist das schwarze Loch ein bisschen verschwendet. War schwarzes Loch als so ein One-Hit-Kill ist schon übel. Berufsstufe gestiegen, yay, Berufsstufe gestiegen, yay. Bitte hört auf, wir geben auf. Onkel, Onkel. Wer ist denn der Onkel? Ich bin Alus, Sohn von König Gorn und der rechtmäßige Thronfolger von Saronia. Ich danke euch für eure Hilfe, tapfere Krieger. Prinz Alus, was geschieht mit diesem Land? Mein Vater, der König, er hat die Soldaten angewiesen, sich zu bekriegen. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Er hat mich noch nicht einmal ausreden lassen und mich dann auch noch aus dem Schloss gejagt. Abenteurer, ich benötige eure Hilfe. Ich muss zurück ins Schloss gehen und meinen Vater dazu bringen, diesen Unsinn zu stoppen. Wir werden euch beistehen, Prinz Alus. Wir werden unser Bestes geben.
Um mehr kann ich euch nicht bitten. Ich danke euch. Prinz Alus hat sich der Gruppe angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt also wieder einen, ich sag mal, Sidekick dabei, der uns immer die Schau stiehlt. Hast du was zu sagen? Nö, hat er nicht. Die Speichertipp-Prinzessin, die hatte ja wenigstens noch einen Sinn. Aber mit dem? Nö, mit dem kann ich gar nicht plaudern. Gut, wir haben also schon den Prinzen gefunden. Dann war der das. Dieser Jüngling, der gerade in die Schenke... Ja, das hatten wir doch schon. Ich dachte, er sagt jetzt vielleicht was anderes, wenn wir den dabei haben, aber nö. Man kann sich auch wiederholen. Hier geht's also wieder raus. Oder? Hier geht's wieder raus. Wollte ich gar nicht. Wollte mich noch weiter umsehen. Was sagst du denn? Alle Läden sind auf Geheiß seiner Majestät des Königs geschlossen. Doch es gibt einen Waffenladen, der sich dem König immer noch widersetzt. Sind wir in Gallien? Hier ist die Tür fest verschlossen, klar. Ich habe ihn gesehen. Gigameth, Berater des Königs. Sein Schatten sah so aus wie ein riesiger Vogel. Sah so aus wie ein riesiger Vogel, wie dieser Garuda. Okay, hatte ich das doch richtig im Kopf. Das sind Frösche? Na gut, wir müssen gleich echt ins Wasser. Ist das eine Heil- oder Wiederbelebungsquelle? Wiederbelebung. Gut. Im Moment passiert ja ganz schön viel für so eine Folge. In den letzten Folgen war es ja ein bisschen mäßiger. Prinz Alus, ihr seid in Sicherheit. Ich bin aus dem Schloss geflohen, um euch dies zu überreichen. Windspeer erhalten. Lass mich raten, eine Waffe für Dragoon? Ordnen. Der Windspeer, ja. Erteilt Windschaden, klar. Und da es sich um einen Speer handelt, ist es eine Dragoon-Waffe. Gucken wir uns noch weiter hier auf den Plattformen um. Hier geht es hauptsächlich ins Wasser rein und sonst nichts. Naja. Komm, auf ins kühle Nass. Sehen wir uns mal ein wenig um. Die Frösche quaken nur, okay. Was sagt der Alte denn? Prinz Alus, hier, nehmt dies mit euch. Drachenpanzer erhalten. Das klingt so, als könnte das auch ein Wikinger oder Krieger benutzen. Gucken wir mal. Nö, kann er nicht. Kann er das benutzen? Nö. Mit anderen Worten, wir kriegen hier die ganze Zeit Dragoon-Rüstungen und Dragoon-Waffen, so wie es aussieht. Ist hier sonst noch was? Es sieht nicht danach aus. Na egal, dann haben wir wohl auch diesen Bezirk abgeklappert. Mein Schaden tut es nicht. Dann einmal... würde ich sagen, gehen wir mal... Wobei... Komm, einmal speichern, sicherheitshalber. Und ich sehe gerade, wir sind auch bei 14 Minuten, also theoretisch könnte ich dann hier... Ach komm, wir gehen noch kurz in diesen Bezirk rein. Südöstlich. Hast du was zu sagen? Der Turm in der Mitte dieses Bezirks wird Drachenturm genannt. Gerüchte vermuten den größten Schatz der Drachen in seiner Spitze. Oh, das klingt doch schön. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Also, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik und vielleicht ein Däumchen da, Vorschläge für weitere Spiele etc. Ihr wisst, ich bin relativ gut ansprechbar. Also dann, ich freue mich dann auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!